Willkommen bei Skyrim Survival Mode. Das ist das ganz normale Elder Scrolls Skyrim mit Survival Mode. Das bedeutet, schlafen, essen, trinken. Mir ist kalt, ich sterbe. Wir spielen auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ich fange erstmal mit Experte an und gehe dann zum Master. Weil ich habe irgendwie Erfahrung damit, dass also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Experte oder Master zu schwierig war. Also sagen wir so, wenn Experte zu einfach ist, gehen wir zum Master. Für den Anfang ist es okay, wenn wir auf Experte spielen. Was gibt es noch zu zu beachten? Mehrere Mods installiert, damit es schöner aussieht, bestes Gameplay, bliblablub. So, was ganz besonders ist, wir spielen heute Skyrim, cool, oder? Wir dürfen uns unsere Rolle selber wählen. Das bedeutet, das ist nicht das klassische Skyrim-Intro, sondern wir dürfen uns unsere eigene Rolle selber wählen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Das wird jetzt gleich stoppen. Würde so aussehen, als ob irgendwie abgestürzt ist. Aber es ist nicht abgestürzt. Da. So. Sparen wir direkt an. Wen nehmen wir denn? Wir haben die Eltmar. Known as High Elves. Argonia, Bosmer, Breton. Meine Maus reagiert nicht mehr. Die beste Klasse, die es gibt. Betron. Chandget, Elf. Dunmer aus Morrowind. Dunmer aus Morrowind. Die Darfmer. Die Hightech Kollegas. Der normale, der Imperiale, Khajiit, Nord, Osmir, Osmir? Ich wusste gar nicht, dass die anders heißen. Rotwardone, Seeelf und Snowelf. Ich bin eigentlich derjenige, der unglaublich gerne Ork spielen würde. Aber ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie mega langweilig. Wir nehmen das Imperium. Warum? Die haben automatisch mehr Gold und das ist am besten, wenn man mehr Gold hat. Ist auch immer gut, wenn man viel Geld hat in der Tasche, deswegen. Hautfarbe. Wir sind ganz hell. Aber das ist nicht so richtig, nicht wichtig. Narben. Kriegsbemalung. Holy shit. So. Ich möchte gerne Haare. Da. Irgendwas nicht zu abgefahren ist, irgendwas Normales. Na komm. Na komm, lass mal einfach. Wir sind jetzt ein. Mit Glatze. Bart ist okay. Okay. Charakternamen eingeben. Welchen Namen nehmen wir? Das Lustige ist, mir ist eine Sache aufgefallen. Wir können jetzt ich tippe jetzt mal irgendwas drauf. Ich gucke gar nicht. Das ist unser Name. Kefijik. Nee, okay. Das war ein schlechtes Beispiel. Das ist nochmal irgendwie irgendwas völlig random. Tef. Tef hört sich gut an. Tef. Df. Df. Das komischerweise passt das sogar zu deinem. Df. Wir nehmen einfach Df. So, was für eine Klasse werden wir spielen oder was für ein Charakter? Also erstmal Nahkampf, Magie ist zu einfach,
Stealth ist auch zu einfach. Das ist, das Spiel spielst du einfach so durch, muss ich ehrlich sagen. Deswegen Combat, Nahkampf. Ein Barbaren, Archer, Crusader, Scout, Warrior. Ich glaube, im ganzen Basic Warrior ist ganz gut. Der für der Russe. Crusader oder ja, Knight? Also Warriors, Crusader oder Knight? Nehmen wir Crusader. Das hat sich, ja, Crusader weiß ich nicht. Ja, so eine Art, so ein Nahkämpfer mit ein bisschen mehr Magie. Ist gar nicht ganz. Ist euch okay. Da können wir uns healen, wenn es sein muss. Und wo kommen wir an? Ihr gehört mir. Oh oh. Außer auf Sanedic. Lass ich mal kurz gucken, was für einen Schwierigkeitsgrad habe ich. Experte, genau, wir machen jetzt erstmal Experte und wenn es zu einfach ist, machen wir Master. Lass ich mal hier einen Mod anmachen. Ich werde euch alles detailliert jetzt gleich sagen. Wir fangen völlig random an. Wir sind ein Crusader. Unsere Story. Lass uns erstmal hier nehmen. Ja, lass uns. Unsere Story. Wir sind Death. Der russische Imperator. Der russische Imperator. Der Crusader Death. Death. Der abgesandt wurde, eine Banditen zu finden. Ja, das ist unsere Story. Und so fangen wir jetzt an. Jeff ist tot. I live for Kane. And I die for Kane. I live for Kane. And I die for Kane. I live for Kane. Oh, ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen, holy shit. Jeff ist gestorben. Oh mein Gott, okay. Nochmal neu. Wir sind Jeff, der Crusader. Wir wurden abgesandt, eine Höhle zu gucken. Lass mal kurz gucken, was für eine Art Höhle das ist. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß, was für eine Höhle. Da gehen wir ganz bestimmt nicht rein. Wir sind Jeff, der Crusader, der entschieden hat, doch nicht diese Höhle zu besuchen. Also mal hier enablen. Im Grunde genommen. Kurz speichern. Ich habe irgendwie so 200 Speicherplätze. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich ganz oft getestet habe und ich habe das Spiel ja auch damals vor, aber das habe ich 10 Jahren mal gespielt. Ich denke, ich bin eigentlich komplett blind hier drin. Oh mein Gott. Muss ich mal kurz gucken, wo sind wir? Weltkarte. Ganz schön weit abgelegen. Wir gehen jetzt erstmal zu den zur Stadt Makrat. Oh mein Gott. Mit dem Psychopathen möchte ich ganz ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Kaltes Wetter. Ah, scheiße, wir sind in einem kalten Wettergebiet natürlich. Ich dachte, das ist die Hexenhöhle, aber anscheinend doch nicht. Eigentlich hätten wir die Höhle halt besichtigen können. Besichtigen. Aber lass erst mal kurz gucken, wie wir ausschauen. Jeff, der Crusader. Survival Guide können wir uns gleich angucken. Alles, Streitkolben, ein paar Heiltränke. Forge, auch ganz wichtig. Wenn wir in Höhlen drin sind, wir sehen nichts. Wir brauchen eine Fackel. Fähigkeiten. Heavy Armor Block. One-Handed. Ja, ist alles so basic. Okay.
unsere Quests. Nämlich, wir haben etwas gehört. Also wir sind halt keine Gefangenen, sondern ganz normale Kaiserliche. Und wir haben halt gehört, dass in Helgen etwas ganz Komisches passiert ist. Wir dachten so, das kann doch nicht sein, Drachen? Was für Drachen? Mein Name ist Jeff, nix Drache. Oh shit. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass ich mit A, W, S, D, A die Maus. Dings. Hä? Ach so, oh. Ja. Warte mal, hä? Ich habe doch markiert. Warum sehe ich das nicht? Also kurz gucken. Das ist ja schon gut. Jeff, der Crusader, der nicht weiß, wo er hin muss. Wir gehen hier hoch. Natürlich keine Straße. Ich glaube, wir gehen erstmal hier runter. Weil ich möchte gerne einen Weg folgen. Ohne Weg ist ein bisschen doof. Wir gehen so hin. Okay, lass mich mal kurz speichern. Autospeichern ist auch gut. Okay. Lass uns erstmal zu Helgen. Wir lassen alles stehen und liegen, weil Helgen uns am meisten interessiert. So, ich habe das die ganzen Mods oder halt Skyrim ein paar Mal angespielt und ich muss ehrlich sagen, es ist unglaublich schwierig geworden. Deswegen, ich hoffe mal, dass wir es schaffen. Achso, ich kann ja ein bisschen erklären, was hier ganz genau los ist. Wenn wir unten rechts schauen, sehen wir einen Apfel, eine, ja, so eine Art Trank und einen Mond. Hunger, Durst und Schlafgedöns. Wir können krank werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir müssen Alchemie lernen, um Krankheiten zu heilen. Wir sehen oben, ganz oben diesen gelben Balken, wo ich keine Ahnung habe, was das ganz genau zu bedeuten hat. Also ich habe das jetzt irgendwie versucht zu übersetzen, aber das ist irgendwas mit Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Gedöns. Also nicht in dem Sinne Aufmerksamkeit, dass dass die Leute, also wenn du jetzt schleichst, dich halt eher sehen. Das ist nicht, das ist, wenn man das übersetzen würde, heißt das einfach Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir in der Situation kommen, werde ich das euch erklären. Oben rechts, oder halt so ein bisschen weit, also ja, oben rechts, sieht man dann halt den Balken, wie kalt uns ist. Uns ist jetzt ein bisschen kalt, das sieht man an dem etwas blauen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Objekt hier aufmache. Dann sehen wir Rüstung, Gewicht, Wert. Apropos, Gewicht habe ich auch geändert. Ich darf, kann jetzt nicht mehr tragen als 120. Also das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie so 20 Schwerter mit mir rumtrage. Wäre auch völlig nicht möglich. Wir sehen dann Warmth und Coverage. Coverage ist das da oben. Irgendwas mit Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Ich bin kein Englischlehrer. Warmth ist ja ganz klar, das ist, wie warm es uns ist. Wir können. Moment, ich will kurz gucken. Ja, ich gehe genau falsch. Wir können uns halt Rüstung bauen, die halt ein bisschen wärmer sind, wie ein Umhang. Oder halt. Ja, ist kalt geworden. Holy shit. Warte mal, was? Ihr braucht etwas? Dragon Hunter, what the heck? In der Tat. Kill the Dragon, what the heck? Was ist das für eine ich will, Stadt? Dass ihr Söldner aus meiner Mine verschwindet. Ah, okay. Hütet eure Zunge, Einheimischer. Wir gehen, wenn wir sicher sind, dass hier keine Abgeschworenen sind. Ach, und wann soll das wohl passieren? Wenn ich mein Land an die Silberblutfamilie verkaufe? Hallo, mein Name ist Jeff. Wann wird die Sanuarach-Mine offen sein? Das ist diese Quest. Die Mine ist geschlossen, verschwindet.
Ja. Die Mean Quest. Wenn die Abgeschworenen nicht gerade meine Stadt angreifen, versuchen die Nord, mich von dort zu vergraulen. Was? Habt ihr Probleme mit der Mine? Diebstahl, oh ja. Die Silberblutfamilie will sich mit Gewalt mein Land holen. Aha. Abgeschworene greifen die Minen an und urplötzlich tauchen diese Söldner auf und wollen helfen? Sie wollen niemanden arbeiten lassen, bis ich verkaufe. Ich bin einer der wenigen Söhne von Reach, der noch Land besitzt. Das macht mich nicht besonders beliebt. Habt ihr das Sagen? Hartwasten ist schon seit Generationen im Besitz meiner Familie. Ich muss Untertitel anmachen, ja. Das ist eine seltene Gegebenheit für jemanden, der kein Nord ist. Nicht, dass ich etwas davon hätte. Die Nord glauben, ich arbeite für die Abgeschworenen. Die Abgeschworenen glauben, ich arbeite für die Nord. Mein Name ist Jeff. Lass mich mal Untertitel anmachen. Untertitel. Dialoguntertitel. Sonstige Untertitel? Was sind sonstige Untertitel? So, hören wir uns mal die Story vom Söldner an. Apropos. Wir sollten am besten alles mitnehmen, was es hier gibt. Silbererz. Ja. Silbererz, brauchen wir das? Lass mal erstmal. Wir brauchen einen Rucksack. Also, ja, ich habe, glaube ich, nicht erzählt, dass man auch sicher Rucksäcke machen kann, damit man ein bisschen mehr tragen kann. Zuerst mal direkt den hier machen. Was ist das denn? Ja. Ah, genau. Ups, falsch. Genau das meine ich. Man erkennt nichts. Dunkel wie Sau. Wir haben diese Mine in unserer Hand. Schön langsam bewegen. So, was hat der Sexy Man hier zu sagen? Bin ich so klein? What the heck? Jeff, der Crusader. Die Mine ist geschlossen. Verschwindet. Warum habt ihr die Mine gesperrt? Die Abgeschworenen haben vor einer Weile angegriffen. Der Jarl hatte keine Männer übrig, also haben die Silberblut großzügig angeboten, uns zu schicken, um aufzuräumen. Oh. Wir wollen nur das Land dieses alten Einheimischen als Bezahlung für unsere Dienste. Danach verschwinden wir und alle können wieder zurück an ihre Arbeit. Ich könnte Anitach überzeugen zu verkaufen. Wenn ihr das macht, bin ich sicher, dass ihr einen Anteil erhaltet. Silberblutfamilie, soweit ich weiß, ist ja die Silberblutfamilie, die von dem nicht Matak, wie heißt das? Ach, die eine Stadt, wo wir hingehen wollten, das Sagen hat. Also die größte Familie, die das ganze Geld hat und alle Minen, bla bla bla, und dies. Und alle müssen bei denen kaufen, weil wegen den komischen Psychopathen, die draußen rumlauern, die wir gerade erst vor 10 Minuten kennengelernt haben, alle Minen eingenommen haben. Ach komm! Habt ihr noch nie von der Silberblutfamilie? Lass den einfach erklären! Sie sind die wichtigsten Leute in Reach. Ihnen gehört praktisch die Stadt Markart. Und wir werden von ihnen bezahlt. Genau. Oder so. Oder so. Also gut. So, lass mal ein bisschen Bier nehmen. Per Äpfel. Oh. Also eine Sache. Eine Sache brauchen wir. Eisenpfeile. Eine Sache brauchen wir in Eisenpfeile. Okay. Sonst können wir noch einen Helm anziehen. Ende. Wir werden hier ganz gut ausgerüstet. Ausgerüstet. Ich glaube, wir sind jetzt zu schwer. Jetzt gucken. Boah, der ist allgemein besser.
Ja, ein bisschen mehr Wärme. Okay. Nein! Okay. Nein! Okay. Oh, jetzt lass mich erstmal nach da hingehen. Makrat. Makrata. Makrata! Wir nehmen alles mit, was wir sehen. Jetzt könnte. Jewel Crafter, what the heck? Was wollt ihr, Kaiserlicher? Do you need any help? Death natürlich. Death. Brauchst du Hilfe für Juwelier-Erzeugnisse? Was? Oh nein. Nein, das war ein Spaß, das wollte ich gar nicht. Ah, okay, egal. Ah, oh, what the heck, das, ich wusste gar nicht, dass ich das auch drin habe. Okay. Was soll ich machen? Craft zu... Okay. Also zwei von denen. Was? Ja, bitte. Ich hab dir Juwelen gemacht. Vielen Dank. Hier, das ist für euch. Und Septime. Oh, das ist ja geil. Ich hab 25 Septime bekommen. Dann lass mal erstmal mit dem Kollegen hier sprechen. Ich habe ja die Quest angefangen. Kill the Dragon. Ja. Drachen werden noch ein größeres Problem geben. Ach so, oh Gott. Ja, lass mal das später machen. Lass mir jetzt erstmal. Erstmal zum Matak. Nicht Matak, wie heißt diese Scheiße? Maraktr. Oh ne. Au. What the heck is this? Swing your arms to side to side. Oh, wie eine Sache soll man auch noch beachten. Fall Damage. Fallschaden ist hier auch ein bisschen höher. Ich finde das ein bisschen übertrieben, weil ich dachte so, ja, das ist ein bisschen... Man kann schon von einer kleinen Höhe sterben und das finde ich ein bisschen abgefahren. Aber wir haben ein bisschen Durst bekommen. Wir dürfen... What the heck? Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. What? Wovon redet ihr? Der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir... Das scheint mir verboten zu sein. Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Was? Ah, nein, geh weg, du Pest! Boah, er blutet wie ein Schwein. Was ist mit dem falsch? Ich bin Crusader Kiev. Ich bin einer der Guten, glaube ich. Wow, der macht ja gar keinen Damage. Ja, lass den ja mal healen. Ihr habt euch euer eigenes Grab geschaufelt. Oh, Matek, was? Also zuerst will er Skuma verkaufen und dann will er uns zusammenschlagen. What the fuck ist hier los? Au. Yeah! Ups. Alles okay?
Mondzucker, what? Warum hat er Mondzucker dabei? Oh. Und Skooma. Ja, Skooma ist in Skyrim die Droge. Oder ich glaube, in allgemein ganz Tamriel. Ja, doch, in ganz Tamriel. Ja, warte, Tamriel. Moment, gehe ich wieder richtig? Ja, oh, Gott sei Dank. Wie viele Septime habe ich überhaupt? 110. Läuft noch ganz gut. Einfach so eine Höhle mitten im Weg. Oh, ein Stein. Ein... Wie soll ich den nennen? Sternzeichen Steine? Wäre gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt einen hätten. Aber wie komme ich da hoch? Nein! Wir werden angegriffen von Psychopathen! Oh mein Gott, wie viel Damage die machen. Dafür bin ich auch dahin gerannt. Dass wir das mal trinken, das brauchen wir eh nicht so wirklich. Oh! Jetzt kommt nicht um die Ecke und sagt, warum esse ich nicht? Oh, nein! Ich hasse Abgeschworene. Das sind völlig die größten Spastis überhaupt. Nee, ich muss anders. Ich komme hier nicht durch. Nein, ja, das ist super geil, dass du überhaupt keine Energie mehr hast. Abgeschworen. Ja, mein Gott, ich hasse die. Oh, ein bisschen Moos. Hier gehen wir, kommen wir schon mal nicht mehr durch. What the heck? Wow, what the fuck is going on? Scheiße, ich bin krank. Oh mein Gott, Giftpfeile. Giftpfeile! Lass mir was essen. Ein Stück Käse. Ah, wir wurden von Giftpfeilen getroffen, das ist nicht gut. Da kommen wir schon mal nicht mehr durch. Das ist aber der einzige Weg bei der Uhr. What the heck? Ich komme hier sonst nicht durch. Ja, wir müssen voll den Umweg machen. Eine Sache, die auch nicht so geil ist, oder die nicht so geil ist, aber wir können nass werden. Und das ist überhaupt nicht gut. Mal kurz gucken, wie schaffen wir das? What the fuck? Was ist das? Was ist das da? Wir haben irgendwie so 4-5 Heiltränke dafür verbraucht. Die wir speichern. Ich muss das mit dem Speichern irgendwie so machen, dass wir nur in Hauptstädten speichern können. Das wäre deshalb viel zu langweilig. Das Problem ist einfach nur, dass Skyrim am Anfang immer so unglaublich schwer ist, dass, ja, ihr habt ja selber gesehen. Ich habe mit einem Fall im Grunde genommen die Hälfte meiner Hip. Moin. Weggenommen. Na komm. Eine Krabbe. Oh nein, wir kommen hier echt nicht durch. Okay. Ja, jetzt sind wir hier. What the heck? Wo sind wir hier? Oh mein Gott, ich will da nicht rein. Wir werden sterben, wenn wir da reingehen. Das geht nicht. Warte, lass mal kurz gucken. Kann ich hier irgendwie hoch? Wow! Alter! Die einer auf den Sack gehen, ey! Das ist unglaublich! Ich bin Crusader Chief! Lass mich in Ruhe!
Ich wünschte, die hätten nicht unendlich Pfeile. Nee, wir müssen so rein. Könnten wir das überleben? Ja, wenn wir ganz schnell... Wenn wir ganz schnell... Okay. Oh. Nein, wir sind nicht nass geworden. Okay, jetzt... Jetzt müssten wir... War das cold? Ja. What the heck? Oh mein Gott, ich muss dagegen schwimmen. Oh mein Gott, die Kiste. Okay, wir brauchen, ja, wir sind nass geworden und brauchen jetzt eine Feuerstelle, uns zu trocknen. Eigentlich wüsste ich das ja, ich kenne diese Stelle, das ist die beschissenste Ja, ich muss was trinken. Am Anfang ist es furchtbar, Wassereffekte. Ew, geh weg! So, wir brauchen Feuer. Wie kalt ist uns? Wir müssen dann später mal ein bisschen Holz sammeln gehen. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil... Wir haben einfach zu wenig Nahrung und ähnliches. Oder soll ich trotzdem... Ja. Lass ich mal... Kann ich euch das mal zeigen? So, Popo haben wir hier auch noch. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht, sondern... Genau. Ein bisschen... Holz sammeln. Ja, es wird jetzt... 30 Minuten dauern, warum geht das nicht? Gibt es bestimmt einen Grund, was? Ach so. Ein bisschen Hunger. Ein paar Äste gefunden. Ups, nein, das wollte ich nicht. Okay. Nee. Ich habe einen Eimer, what the heck. Okay, mal ein Lagerfeuer gemacht. Es werde Feuer! Ja. Yeah. Nice. Ja. Schon. Jetzt ist es ein bisschen wärmer. Erstmal eine Axt. Oder habe ich eine Axt gebaut? Oder habe ich das völlig vergessen? Habe ich das Buch jetzt als Dings benutzt? Ja, ich glaube, ich habe das. Ne, habe ich hier noch. Habe ich die Axt noch? Ja, habe ich hier. Ein paar Pfeiler. Also erstmal ein Bierchen trinken und ein paar Kartoffeln. Lass uns noch ein Bier trinken. Skills, Destroyer, hier kann ich ja auch noch skillen. Aber das müssen wir jetzt nicht machen. Ah, schön. Guckt euch das mal an. Wird schön warm. Mit einem Weg. Wir können, ich weiß das nicht, ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber wir können auch ein kleines Zelt bauen. Können wir, glaube ich, machen wir dann später. Es ist jetzt nicht nötig. Wo
Put out, get up. Nice. So ein bisschen hier einsammeln, Möschen. So, ein Problem, was wir haben, nennt sich... Man kann nämlich besoffen werden, wenn man zu viele Bier trinkt. Mal kurz gucken, ob ich das eingestellt habe. Was war das nochmal? Achso, ja. Ist ein bisschen doof, dass man das natürlich erst, dass man das alles einstellen muss. Weil das komischerweise Follower needs. Oh, Follower, wir können auch einstellen, dass jetzt unsere Follower trinken müssen. Aber das werde ich nicht einstellen, weil ich höchstwahrscheinlich nicht wirklich viel mit Followern zu tun haben werde. Klar, werde ich. Aber. Aber am Anfang mal nicht. Ja, das ist okay. Gucken, noch da. Okay. Okay. Jeff. Der Crusader. Jeff verfolgt eine Ziege. Jeff sieht Ziege, Jeff sieht Speise. Und wir sind zu schwer. Jeff ist zu schwer, der nicht gehen kann. Wie wiegt eigentlich Skuma? Auch gar nicht so viel. Das, oh, what the heck? Warum bin ich so viel? Jeff braucht Rucksack. Was hat gar kein Gewicht? Interessant. Was? Habe ich einen Krug? Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Ne, können wir fallen lassen. Genauso wie Branches. So, irgendwie ist das ein ganz schönes Licht. Bemerke ich gerade. Ein Ei. Doch ein Ei. Und ich kann nicht mehr laufen. Ja, wir dürfen nichts mehr mitnehmen. Oh, Alter. Ich nenne die Stadt auf einmal mal Matak. Wir gehen jetzt erstmal nach Matak. Markart. Ich werde es falsch sagen, ich sehe es ja schon kommen. Matark. Alles in Ordnung? Nein. Niet. Mein Name ist Jeff. Ich Crusader. Nein, ja, ich nehme mal automatisch immer mit. Verdammt. Was soll das essen? Jeff hat Hunger. Er muss eine Kohle essen. Kohle sieht aus wie Brot. Jeff weiß nicht warum. Jeff, der Kohleesser. Ich bin nämlich wegen dem Held hier hingekommen, weil ich kann mich direkt nach Regen teleportieren. Also nicht direkt teleportieren, aber wir müssen da schon hingehen, aber Postmann. Postmann. Ihr braucht etwas? Everything delivered today. Und hast du schon irgendwas? Hast du schon gearbeitet? In der Tat. What? Deliver letter to your Schweißlauf. Nein, ich muss. Ich muss seine Arbeit machen. Super. Lass uns hier mal schlafen gehen.
Vielleicht besorgen wir uns noch einen Rucksack. Und dann können wir... Oh, jetzt kommt hier noch diese Szene, by the way. Margaret! Die Margaret ist tot. Nein, nein. Soweit ich weiß, gibt die Margaret eine Quest. Aber das war's mit ihr. Die Quest wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Rest in peace. Was hat er denn eigentlich alles dabei? Salz. Silberring. Wein! Geil. Und ich kann nicht mehr laufen, bestimmt, ne? Margaret, er hat sie getötet. Vor meinen Augen. Kannten Sie, wer war sie? Sie ist eine Reisende aus der Kaiserstadt. Jeden Tag hat sie sich nach Schmuck für ihre Verwandten zu Hause umgesehen. Warum sollte sie jemand töten wollen? Das ergibt keinen Sinn. Ich wollte was kaufen. Ich glaube, ich kann momentan nichts verkaufen. Was? Was geschieht mit dieser Stadt? Oh mein Gott, ich kann nichts kaufen. Okay, dann lass mal den hier machen. Ja, ich esse das. Warum esse ich das? Ich darf Salz nicht benutzen, das vergesse ich. Salz ist für Kochen. Damit ich die Effekte erlernen kann. Und ich dann ganz genau weiß, das ist für das und das ist für dies. Also kann ich mich dann auch ein bisschen bewegen. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Mein Name ist Jeff, ich Crusader. Dieser Mann brüht irgendwas über Abgeschworene. Ich sagte doch, geht weiter. Diese Abgeschworenen sind nur ein Haufen Wahnsinniger. Wir haben alles unter Kontrolle. Haltet euch da raus. Okay. Sehr richtig. So ist es. Abgeschworene. Bis zum nächsten Mal. Wie kann ich euch helfen? Rare Drug Dealer. Ich habe eine Mod installiert, da gibt's ab und zu mal ein paar Drogendealer. Silverblood Inn. Wäre lustig, dass die Hälfte Deutsch, die andere Hälfte Englisch ist. Im Gasthaus Silverblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Das ist das Gasthaus Silverblut. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wem es gehört. Ich kann hier Salz kaufen. Any work for cook? Oh! Natürlich. Chicken Stew. Dun, 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 dun. I'm the sexy lady. Sexy man who shows. Then sexy lady's nose. So sexy, yeah. Ey, Forstag, verpiss dich. Ich bin das, was man gemeinhin einen Glücksritter nennt. Macht mir ein Angebot. Vielleicht kämpfe ich dann an eurer Seite. Kannst du dich verpissen, du Arsch? Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Kajik, der klaut bestimmt. Oder gibt's hier nicht? Da. Beachtet das Geschrei gar nicht. Meine. Dum, 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 dum. Kochtopf. Chicken Stew. Chicken Breast und Lauch. Ja, wenn das so einfach wäre. Oh, geil. Da-dum, da-dum, dum, 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 dum. Da-dum, da-dum, dum, dum, da-dum. Wollt ihr was zu trinken? Wo erfahre ich mehr über Magie? Ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt anklicke, dann wollen die mich, dass ich zur Magie-Schule gehe. Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Wirklich, könnt ihr tatsächlich was kaufen? Kurz gucken. Das ist als Bauschnitt. Hier ganz normal Wasser. Die haben Wasser! Die haben Wasser, ja! Die haben Wasser! Wie viel kostet das? 27? Arsch. Also die 10.000. Dank.
Dankeschön. Ich sollte Kleppere daran erinnern, hier mal wieder richtig sauber zu machen. Dam-da-dam-da-dam-dam. Ein vernünftiger Bursche. Und jetzt holt mir was zu trinken. Ups. Oh, holy shit, ich hab hier irgendwas an meinem Mikrofon bewegt. Läuft frei in der Stadt herum? Davon wird das ist das Gasthaus Silberblut. Hallo. Ich selbst darauf kommen, wem es gehört. Am Mac, ich hab ein paar Chicken-Suppen bekommen. Chicken-Suppen bekommen. Das ist doch albern. Dankeschön. Wie viel hab ich bekommen? 25 Septime. Das ist irgendwie, das war jetzt hilfreich. Gesundheit. Gesundheit. Okay. Lass ich mal irgendwas essen. Dann Ziegenkäse. Achso. Lass mich was essen, Ziegenkäse. Uah! Hat, ich bin immer noch zu schwer. Der Heck ist mit dem los. Muss man ein bisschen mehr trainieren gehen. Warte, ich kann das Koma verkaufen, das war's nicht. Wenn ich euch nicht helfen kann, schreit meine Frau mich bestimmt zu. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Er wollte ein bisschen das Koma kaufen, weil ich brauche das nicht. Ausdauer 6. Ah, komm, das Koma. Alright. Markart ist Met billiger als Blut. Also, ich möchte gerne schlafen. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Okay. Ich wollte schon sagen, ja, euer Zimmer ist euch. Ich so, hä, wohin? I'm the sexy who knows the sexy woman. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas... Ich brauche Liebe, bitte. Dankeschön, du kannst jetzt gehen. Okay. Irgendwas, was ich hier mitnehmen könnte, eventuell? Nein. Das ist ein Basic-Raum. Dann lass uns mal 8 Stunden schlafen. Ja. Achso, oh. Ich hab kurz gedacht, what the fuck ist das? Lass mich kurz. Wir bekommen nur Experience. Ich glaube, wenn man Quest abgibt, bekommen wir Experience und wenn wir schlafen gehen. Wir müssen. Aua, mein Fuß. Wir müssen schlafen gehen. Da bekommen wir auch Experience. Wir können nicht irgendwie nebenbei leveln oder ähnliches. Ja. Ist halt Hard Mode, Survival Mode. Ist nicht easy. Okay, lass mich jetzt erstmal wieder was trinken, weil ich habe Durst. Ich trinke. Mein Name ist Jeff. Jeff hat immer noch Durst. Lass mich noch ein Bierchen trinken. Okay. Können wir eigentlich Wasser vom Brunnen holen? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh mein Gott, hat keiner aufgeräumt? Ihr braucht etwas? What the fuck? Ey, willst du, dass ich irgendwie hier was aufmache? Ja. Got a Morven and pick a package. Geh zu dem Morven und klau ein paar Sachen. Oh, aber der hat doch gar nichts getan. Geh da hin! Wo ist der Morven überhaupt? Morven, wo bist du? Nein. Wo ist der Morven? Da ist Helgen. Ich hab keine Ahnung, wo morgen ist. Morgen früh mehr. Und so schön warm. Und wir können eigentlich direkt zu Helgen gehen, ich glaube. Ich glaube, ja. Oh.
Schrein von Diabella. So, was ganz genau bringt der Segen von Diabella? Oh, ein Mikrofon wirkt hier davon alleine. Waiting disabled. Ah, 10 auf Räder kurz. Oh, das ist ja cool. Kaiserliches Glück. Es ist schön warm. Okay. Dann müssen wir Stimme von Kaiser reinnehmen. Wir können auch fischen. Das können wir später gebrauchen. Der Heck ist das? Achso. Whistle für die Horus. Okay. Okay. Lass mal kurz gucken, wo er uns überall hinbringen kann. Das Reisen in Reach ist gefährlich. Ihr braucht eine gute Kutsche. Wohin soll's gehen? Oh mein Gott, das kostet so viel. Klettert wieder. Weißlauf. Dann sind wir weg. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Muss ich da jetzt wirklich reinklettern? Oh. Ihr wart noch nie im Weißlauf? Den Palast des Jarls müsst ihr sehen. Man nennt ihn. Na, oben rechts seht ihr das Level. Geschöns. Ansonsten seht ihr oben rechts nichts, oder? Ah, doch. Oh, wir haben Hunger bekommen. Ah, ich muss kurz nachdenken. Ihr seht oben rechts. Ab und zu mal bekomme ich die Buffs. Ah, ich muss die Kamera ändern, Moment. Alright. So besser. So besser! Davon sieht meine Maus jetzt nicht. Yay, Maus! Geil! Ich liebe das, wenn man die Maus sieht. So, so seht ihr das. Ist wahrscheinlich besser. Moment. Ah, sind wir auf Weißlauf? Ich werde nochmal was trinken. Essen und trinken. Krieg mal den Wein. Oh, ich hab Hunger. Jeff, der Esser. Ich bräuchte einen Rucksack, verdammt. Postmann. Achso, ja, den kennen wir ja. Dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam. Wie viel können wir tragen? Was ist das aber für ein Guide, verdammte Kacke? Vorwort. Ich überspringe das alles mal. Okay. Soups. Soup can help. Da, Mother Soup is good. Skills. Smart Cooking Pot, okay. Moment. Branches.
Small Cooking Pot. Pot and Brood. Alkohol hilft immer. Ja, das muss ich nicht lesen, weil das ist klar, das weiß ich. Magic werden wir nicht so oft benutzen. Das war's. Schönes Buch. Ja? Ja. Wo tue ich das Buch am besten hin, damit ich es nie verlieren werde? Hier. Nein, das ist nicht gut. Hier! Das ist doch gut. Sieht so aus, als ob das jemand gelesen hätte. Das sind die Khajiits. Ich jetzt erstmal nach Helgen, denn es ist so interessant da. Das ist so interessant da. Los, keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vittoria Vicky handelt, einer Händlerin mit vielen Verbindungen zur Ostkaiserin. Mein Name ist Tief. Die Cousine des Kaisers, erinnert ihr euch? Hoffentlich stimmen diese Geschenke sie milde. Oh, nein, mein Name ist Tief, Crusader. Lässt ich mich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Gerne, wenn wir es bis dorthin schaffen. Ja, viel Spaß. Ich kann sowieso nichts tragen, also es ist... Außerdem sind es... Ja, ich werde dem Imperium beitreten. Rüstungsschattenprobleme. Sieht richtig sexy aus. Ja, die andere Fraktion, die finde ich nicht so geil. Ich werde dem Imperator helfen. Imperator. Ich helfe dem Imperator. Oh, hier war ein Baum. Der existiert nicht mehr. Fliegende Pilze. My favorite. Jeff, the Crusader. The Crusader. Jeff, mein Name ist Jeff. Kaiserliche Angelegenheit. Mein Name ist Jeff. Jeff, der einzige wahre Crusader. Das ist eine andere Stadt, ich kenne die. Da müssen wir noch nicht hin. From Drapes. Ah, Ziege. Ich sehe Ziege, ich sehe Essen. Oh, Ziege, komm hier. Komm hier. Oh, ich sehe Hase. Oh, ups. Au. Ah, du mit deinem dummen Gift. Okay, das war voll doof. Wie tut das mit dem Hasen? Mir ein bisschen leid. Aber okay. Der Hase wird nicht vergessen sein. Er wird jetzt ein Teil von meinem Magen. Riften. Ah. Ich will nach Helgen. Ich nach Helgen. Wo weg? Wo ist weg, Helgen? Wo ist weg, Helgen? Wo bist du? Ah, fuck. Lass was essen. Ich hunger, ich essen. Schmonzi. Ich immer noch Hunger.
Schmonzi, Schmonzi. Ein Biss für die Gesundheit. Ich glaube, wir müssen gleich was zu trinken kaufen. Ja. Scheiße. Ja, ich brauche was zu trinken. Was? Was ist los? Warum bewegst du dich so schnell? Oh mein Gott, ich bin... Lass ihn einfach auf dem Boden liegen, das brauchen wir nicht. Können wir es die ganze Zeit craften, wenn wir wollen würden. Hm. Er rief den Traitor. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Kurze Story, die haben einfach, die haben ein Familienerbstück verloren. Ende der Story. Das war das ganze Gespräch. Oh mein Gott, ich kann ein Tent kaufen. Gut zu wissen, dass ich das hier kaufen kann. Lass mich jetzt erstmal Sachen verkaufen, die ich überhaupt nicht brauche. Wie beispielsweise Ring. Gift. Das könnte noch hilfreich sein. Das lasse ich mal da. Habt ihr... Verdammte Diebe, als wären die Dinge nicht schon schlimm genug. Das Flusswald handelt Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Alles bitte. Wie viele? Alle. Rügenwalder. Rügenwalder. Nein, jetzt habe ich Dings verkauft. Das ist wahrscheinlich Salz. Das könnte ich auffüllen. Oh, das ist echt teuer bei dem. Für ein Wein 36? Sie verarschen? Was sind wir hier in der Diskothek? Oh, wie fülle ich dieses Säckchen auf, wenn ich den da an der Seite habe? Man braucht dafür einen Brunnen, oder? So kann ich das aber hier machen. Oh. Crazy T spielt Counter-Strike. Jeff hat Durst, er trinken muss. Ja, das tut gut. Jetzt ein paar Massenmordanschläge. Oh Gott. Bounty Hunter, geil. Wenn ich schon mal hier bin, könnte ich ja hier den Kollega kennenlernen. Der Schmied. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Hallo. Braucht ihr Hilfe für Schmied? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Alright, cool. Alright, Eisendolch. So. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Das war jetzt nicht anstrengend. Was auch immer ihr... Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ja. Okay, da. Braucht ihr eine neue Klinge? Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten. Yes, please, Messer. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet?
Chief braucht keine Rüstung, er hat Haut. Alright. Gerben. Bisschen Leder kann sein. Kann. Ah, hier kann ich das auch bauen, by the way. Das brauche ich nicht, das kriege ich über. Was soll ich ganz genau machen? Jetzt habe ich nicht. Ah, ich wollte jetzt lustig sein und habe vergessen, was ich will. Achso, einfach nur Leder. Eisen. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Nö. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Pelzhelm. Bis zum nächsten Mal. Ein Pelzhelm. Wo kann ich den Pelzhelm? Achso, nicht hier. Sondern da. Oder Schmiede. Ein Basic Pelzhelm. Was auch immer ihr wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Ja, bitte. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ja. Alright. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Werft einen Blick drauf. Jeff. Nein! Upsi-bupsi. Ja, okay, ich glaube, ich behalte doch den. Also gut. Lass ich mal jetzt im Schwert. Crazy T spielt wieder crazy Sachen. Werft einen Blick drauf. Ah, ich habe mein Dings verkauft, auszusehen. Ich hasse das. Kann mich so schnell verklicken hier. Ja. Oh, der freut sich, mich zu sehen. Okay. Mal speichern. Ich kann schon lange nicht mehr speichern. Holy shit. Wir sind bald bei Helgen. Dann nur noch den Weg hier runter. Oh. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir so laufen würden. Dam. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja, also es wird kälter. Crazy C spielt Counter-Strike. Ich muss, glaube ich, bei dem nächsten Steam muss ich das mal ausschalten. Lass dich raten, was in ein, zwei Minuten passiert. Crazy T spielt wieder Counter-Strike. Ah, ich hab Hunger. Oh nein, ich hab Hunger. Warum musst du immer so viel essen? Das ist schlimmer als ich. Ständig nur am Fressen, der kleine Sack. Holy shit! Holy Christ! What the fuck? Das hat ihm aber nichts gebracht. Hatte nichts dabei. Er hat da so ein paar Goldringe dabei, die Katze. Sternzeichensteine. Ey, Jeff hat keine Angst vor Katze. Die Pussy ist kein Problem für mich.
geh weg, du bist. Oh, er hat auch nichts dabei. Das ist doch nicht so ein Problem. Oh, ich sehe da jemanden. Das ist ein Jäger. Was ist los? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Hallo, Ricardo Milos. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen eine Spitzhacke. Okay. Whoop. What the? The heck? Manchmal höre ich so Stimmen und ich denke mir dann die ganze Zeit so, what the fuck is... Steht jemand hinter mir? Nee. Steht jemand... Groupie was killed? Groupie ist ein Hund. Oh. Groupie ist getötet worden. Ein Groupie ist gestorben. Okay, das ist kurz mal. Magierstein, Kriegerstein. Ja, bei dem hier. Oh! Also dieser Grumpy oder Groupy, wie der war, das ist ein Hund. Das ist der Hund von Weißlauf. Aber wie kann der denn sterben? Das ist irgendwie krass, dass tagsüber überhaupt nichts los ist. Ich habe mir das Spiel angetestet mit den ganzen Mods. Und nachts ist die Kacke am Dampfen. Das ist echt... Das ist echt, das ist nicht unecht, das ist echt. Jeff und Grumpy. The fuck ist das? The fuck? Ah! Ein Kätzchen, ein wildes. Ein Säbelzahntigerchen. Oh shit. Ah, ich weiß. Okay. Ganz schön windig hier. Okay. Ach, Helgen. Oh, wir sind schon so gut wie ein... Ah, das ist Helgen. Helgen! Sieht so friedlich aus. Oh! What the heck is this? What the fuck war das? Holy shit! Was ist mit Helgen passiert? Findet heraus, was Helgen zerstört hat? Oh, mein Gott. Die Gerüchte waren wahr. Helgen wurde von Drachen angegriffen. Ist komplett zerstört. Krasse Sache. Oh Gott. Muss ich mal kurz ganz gechillt hinsetzen. Oh. So. Und hier sind wir, in Helgen. In Helgen gab es einen Helgen. Und soweit ich weiß, kann man hier eigentlich nichts Besonderes finden, aber... Imperialer Helm, oh, geil. Bei imperialen Helmen bin ich immer dabei. Ruhe, dann ist echt das. Oh, Schlüssel. Oh, das sieht gut aus.
den Scheiß hier wegschmeißen, war schnell mehr. Ein bisschen Wein muss sein. Aber ist ja blubliblam, blim, blum. Ich mach mal eine Soße einfacher. Ist gar nichts. Hier ist nix. Da ist ein bisschen Gold. Und das ist ein Buch. Wollen wir dann irgendwann mal alle Bücher durchlesen? Aber so für den Stream ganz schön langweilig. Ja, wer weiß. Bücher sind gar nicht so schlecht. Manche. Der Rest ist ein bisschen so. Oh. Okay. Oh, okay. Nix für die GF. Gunjar! Gunjar ist tot. Oh. Ole. Okay. Bisschen wegkicken. Ist immer gut. Ein paar Kartoffeln. Gib mal die Kohle. Hoppla. Au. Aua, mein Gesicht. Aua. Okay. Okay, so kriegst du, erlöse mich von diesem Pain. So ein bisschen sammeln hier. Wein. Und ein Schlüssel. Safe Keep. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe den Safe. Goldschale, geil. Brauche ich für Holzschalen-Ding.